Digga, das ist super jetzt. Die Leute sehen jetzt, wie man so ein altes Ding oder wie man so ein Winterschlaf aus dem, so ein Ding aus dem Winterschlaf holt. Den guten alten Xing Ling. Vielleicht sollten wir so eine Kabelbindetour machen. Was? Eine Kabelbindetour über die Batterie, damit die halt. Ja, hab ich auch. Ich hab so eine. So, wir haben jetzt hier, was haben wir hier für ein Aggregat? 250 Kubik. 244 Kubik. 17 PS, 17, ja, 17,6 PS, 13 kW. Ja. Ich habe echt, hier ist der Kettenantrieb. Ja. Wie sieht der Wasserstand aus? Hä? Chingling-Profi. Mein Name ist doch Mr. Chingling. Ja. Das Problem ist, der Tank ist leer gegangen, weil der Gashahn offen war. Wie beim Winter, ne? Kann man so sagen. Was kriegst du von mir für Sprit? Das kannst du nicht sagen, weil das ja in die Garage gelaufen ist und das ist ja schon mal illegal. Ja, dann ist. Natürlich habe ich ihn vorher leer gemacht. Ja, so. Was kriegst du von mir für Sprit? Hä? Probefahrt mit der G-Klasse. Ja. Ja, schmeiß die Kiste mal und guck mal, ob das gut läuft. Warte, ich muss mal den. Wie viele Liter hast du jetzt reingemacht? 7 ungefähr. Ist der Hahn offen noch? Ist der Hahn offen? Hast du Bremsreiniger oder so? Oh oh. Ja. Batterieblatt. Sollen wir Hahn zumachen mal? Ach, Lin! Ohne Gas geben vielleicht? Mach mal. Geh mal nach oben jetzt. Nach oben? Ja, Mann. Also ist oben zu oder offen? Steht da drauf. Ja, Fuel steht runter. Ach, du sollst nach oben drehen, so meinst du das. Also Fuel runter ist dann Power. Ja. Hat der einen Choke oder so ein Zeug? Aber das ist mir bei Kälte, ne? Was ist denn hier los? Guck mal. Oh, war ja. Ja, ja, irgendwie schon, aber. Mit Spray wäre halt easy, ne? Und Überbrückungskabel wäre nicht verkehrt. Ja, Mann, okay. Bisschen sprühen, dann geht, ja. Spaß-Spray, oder was? Der läuft wie ein Kätzchen. Krass. Hast du die umgebaut? Echt? Krass. Jetzt fängt es an zu regnen. Ja, bei Regen ist es doch noch schöner.
Wir haben doch ein Dach über uns. Ich mag auch die Scheibe hier wegen den Fliegen und so, weißt du? Damit Sonnenbrille ist immer schön aufzuhaben. Aber der Grip ist wichtig zum Festpacken. Wir können uns ja mal positionieren in der Sonne, dann machen wir mal gleich einen Talk hier, oder? Klein. Klar, Mann. Was soll ich jetzt machen? Aus vielleicht oder laufen lassen? Licht auch? Geil, wie ein Dings hier. Jet. Also, das ist ein Jingling, ne? Chinesisches Fabrikat, ne? Oder? Ja, wie diese Billigrolle aus Real und so, genau. Ja, aber man muss sagen, wie lange hast du denn jetzt? 6 Jahre ungefähr. Ja. Wie viel hat der gelaufen, weißt du das? Kann man nicht sagen, kein Kilometerzähler. Nee, echt nicht, ne? Nee. Hat der eine Handbremse? Ja, in der Mitte zwischen dir. Du sitzt mit deinem mit meinem Po. Kräftigen Oberschenkel da drauf. Digga, das ist Corona-bedingt. Guck mal, diese Jacke habe ich schon auch 10 Jahre oder so. Ich hatte jetzt nichts zu Hause. Ja. Ich wusste nicht, dass es frisch ist. Die war bei meinen Eltern. Guck mal, was kann man denn sagen hier? Der Motor ist also... Das ist ein kleiner Einzylinder, ne? Sagt man das so? Ja, ne? Wie bei diesem Quatsch, China-Quatsch, dieser Motor scheint. Absolut. Oder aber beim Rasenmäher. Was war der Neupreis? Das ist eine gute Frage. Ich schätze so ungefähr 4.000 bis 5.000 Euro wird das gekostet haben. Der kommt aber nur als Satzbau. Das heißt, du musst den selbst zusammenbauen dann. Echt? Ja. Ich habe den natürlich nicht gekauft, sondern gebraucht, direkt fertig gekauft. Und jetzt, die stehen die im Internet, also... Ich habe die Preise lange nicht verglichen, aber ich denke mal... Unter 2 gar nichts, ne? Ich denke mal, unter 2 wird es schwierig, was zu finden. Aber wenn man Glück hat, findet man immer was, ne? Aber sagen wir, 2 bis 3.000 hat man so einen coolen Buggy. Absolut, ja. Also ich sag mal so, Ersatzteile gibt es tatsächlich eine Seite, wo man Ersatzteile bekommt. Es ist ein bisschen schwierig, aber geht. Geht alles. Ja, krass. Und schwer zu schrauben ist es nicht, sieht man ja. Was soll man hier schon schwer schrauben? Man kommt überall dran, ne? Man kann die Halter überall abbauen, ne? Ja, ist einfach. Deswegen, ne? Bausatz passt schon, ne? Da kriegst du das, was cool ist, wenn man hinten noch eine Box drauf macht, die liegt ja in der Garage. Bin noch nicht dazu gekommen seit ein paar Jahren. Ja. Aber, ja. Digga, jetzt die ersten Meter hat schon gefetzt, ja. Hat echt Spaß gemacht. Wir können ja mal nochmal hier querbild ein bisschen. Durch die Wiese? Ja, hier wollte ich da. Achso, der macht das schon mit? Ja, eine Wiese der halt, macht ne? das schon mit. Sind die Reifen ein bisschen Luft drin? Ja, da könnte ein bisschen mehr drauf sein, aber. Meine Güte. Guck mal, wir fahren, wie es geht. Wenn nicht, schieben wir raus. Ja, wenn nicht, schieben wir. Oder wir lassen stehen und hauen ab. Kennzeichen ab und Vollgas. Ja gut, das war's schon, Alter. Technik-Talk, oder? Was sollen wir sagen? 244 Kubik? Also sagen wir 205 Kubik? Hast PS-Zahl schon gesagt? 17,6. 13 kW. Also alles, wild. Wie man es... Baujahr 2005. Das Wichtigste ist, du musst keinen Helm tragen. Weiß Leistung top, ja? Muss man echt sagen. Du kannst damit einfach heizen. Also im Sommer echt, ne, wenn man jetzt keinen Bock hat auf 2 Rad. Und das wäre Mashallah. Ich feier den, ja. Der ist echt cool. Das erinnert mich immer an Bud Spencer, ja. So ein Ding. Kennst du noch die Filme, wo die mit Buggy rumfahren am Strand? Ja, Mann. Das ist Bud Spencer für mich so, ja. Ja, so ein VW-Buggy ist auch geil, aber halt sehr, sehr teuer, ne. Ist das dein Gucci-Täschchen? Louis. Ja, das war aber Fehlerplatz hier, ja. Ja. Ach so, das Schloss habe ich mitgemacht, dass wenn man irgendwo steht, damit man den ein bisschen verriegeln kann und nicht wegrollen kann, ne? Ja, das... So. Ja. Oh.
mal, wie schön ist hier, bitte nicht. Meinst du, der kommt hier durch eigentlich? Was soll das Problem sein? Wir fahren doch keinen Hund. Hey, nimmst du hier auf die Bahn? Ja klar, Mann. Okay. Das ist schon geil, ne? Oh. Passanten? Passanten, ja. Was sind da für Geräusche? Ach, das sind normale, das nennt man Laufgeräusche von Qingling. Ordnungsamt steht auch von da. Digga, du weißt, ne? Wir lassen uns hier nicht... Wir lassen uns nicht packen, ja. Nee. Guck mal, rechts. Ah, rechts ist schon frei. Der hat eine gute Knautschzone. Das ist geil, ja. Der ist halt echt Allrounder, ja? Oder? Ja, muss auch nicht so zimperlich sein. Kann nichts passieren. Nö, aber wir waren zügig, also das war schon... Also das muss man echt sagen, ja? Hat er sehr gut gemacht, ja? Das kleine Stück. Kein ABS, ne? Bremse. Er hat gar nichts. Ja, echt. Aber echt, also man muss sagen, ne? Der macht wirklich Spaß. Und die Geschwindigkeit reicht auch. Das Geknatsche ist ein bisschen nervig, aber es ist gewöhnungsbedürftig. Und der stand jetzt auch wieder lange, ne? Ja, 2 Jahre mindestens. Ja. Ne? Man merkt schon von der ABS, ne? Da muss man schon bedacht haben. Du musst auf jeden Fall frühzeitig bremsen, ja, und voll durchknatschen, ne? Hier nur oben mal hochdrehen. Oh mein Gott, guck hier. Ich kenne mich so aus. Was denkst du denn? Ich glaube, wir kommen beim Fußballplatz raus. Und dann sind wir auch in der Straße wieder. Ganz idyllisch, guck mal. Wie idyllisch. Mega. Nee, da ist eine Abwehr auch. Ja, fahren, dann drehen wir halt. Also wir fahren unten drunter durch. Aber ich glaube, das passt nicht. Kann man die anheben? Hä? Kann man das anheben? Keine Ahnung. Ja, aber da zurück. Dreh, oder? Ja. Weiter, 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 weiter. Guck mal bei dir. Mach ja, fahr. Fahr weiter, scheiß drauf. Fahr noch ein Stück, scheiß doch drauf. Und dann Vollgas und rum.
Oh. Einfach Schubfahrtbrete da durch. Juckt doch nicht, fahr. Ja, so geht's. Warte. Jetzt Vollgas. Krass, ja? Das ist schon geil, ja? Der läuft. Ja. Krass, ne? Jetzt kann man sich auch unterhalten. Aber das hat Spaß gemacht. Ja, das war's von meiner Seite. Fand's schon drin. Danke an Dennis nochmal. See you later. Bye, bye.